Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Lorenz Konrad von der Lifebuilding Education GmbH, einer Unternehmensberatung für kleine und mittelständische Unternehmen und Selbstständige und diejenigen, die es werden wollen. Wir schaffen es mit unseren Methoden, Vertriebsprozesse zu optimieren und zu verbessern, besseres Marketing, Marketingmethoden zu implementieren und vor allem zu digitalisieren, Software einzuführen, sodass die Unternehmen und unsere Kunden nach 6 bis 12 Monaten bis zu 61% mehr Gewinn erwirtschaften können. Leute sich selbstständig machen können durch unsere Geschäftsmodelle und entsprechend auch die Mitarbeiter schulen können durch unsere Ausbildungen. Und in diesem Video schauen wir uns heute mal an, 5 Schritte, wie man ein professionelles Setup macht, um professionelle Zoom-Calls respektive professionelle Video-Calls zu machen. Und wer bis zum Ende bleibt, erfährt auch noch, wie er mit uns eine Analyse machen kann über sein Unternehmen, über sein Geschäftsmodell, über seine aktuelle Situation, über seine Prozesse und wir gegebenenfalls dann auch zusammenarbeiten können. Aber fangen wir an mit den 5 Schritten zum professionellen Zoom-Call und wir gehen jetzt einfach mal direkt ins Office rein. Punkt Nummer 1 ist als allererstes der Hintergrund und die Umgebung. Wenn wir professionelle Zoom-Calls machen, schauen wir, dass wir vor einer weißen Wand sitzen, die sauber ist, die clean ist. Und gerade für Leute, die im Homeoffice arbeiten oder von zu Hause aus Zoom-Calls machen, schaut, dass keine Klamotten im Hintergrund sind, dass man nicht eure Küche im Hintergrund sieht, keine Pizzakartons, keine Pizzaboxen, keine Schuhkartons. Leute, glaubt uns, wir haben wirklich schon die verrücktesten Sachen erlebt. Und wichtig auch, dass der Stuhl sauber ist, dass ein professioneller Stuhl da ist, der sauber aussieht, natürlich auch euer Outfit, euer Klamottenstil-Design, was ihr anhabt, dass das eben auch zum Anlass passt für die Zoom-Calls. So. Und wenn ihr das habt, einen sauberen Hintergrund, im Idealfall eine weiße Wand, man kann sich dann auch ergänzen, was wir in verschiedenen Büros haben, auch noch das Firmenlogo dahinter hängen, das auch nochmal mehr Professionalität verleiht. Aber ganz wichtig erstmal für den Schritt Nummer 1, das, was das Gegenüber sieht, sprich Hintergrund, Klamotten, Stuhl etc., dass das alles clean und sauber ist, ist der allererste Schritt für einen professionellen Zoom-Call. Okay, das heißt, wir wollen schauen, dass das Licht nicht von der Seite kommt, nicht von hinten kommt, oder so, sondern wir wollen wirklich schauen, dass das Licht von vorne, dass die Lichtquelle von vorne kommt. Im Idealfall natürliches Licht vom Fenster. Wenn das nicht geht, wir schauen uns auch gleich wieder zurück ins Büro rein, dann entsprechend mit einer Lampe. Und da gehen wir jetzt gleich mal das Setup durch. Okay, das heißt, wenn wir beispielsweise einen Raum haben, wo das Licht von der Seite reinkommt und die Position so gegeben ist aufgrund von Türen, aufgrund von Laufwegen etc., dass man eben so da sitzt, dass das Licht von der Seite reinkommt, dann brauchen wir einfach eine zusätzliche Lichtquelle. Wichtig, dass die Lichtquelle auch immer von vorne kommt. Wir sehen es jetzt hier, man kann zum Beispiel die Lampe mal so zeigen, wie wir es hier gelöst haben mit so einer Softbox, dass die Lampe wirklich von vorne auf einen drauf schaut. Und jetzt sehen wir auch hier im Zoom-Call, wir filmen jetzt zum Beispiel hier den Laptop, dass das viel professioneller aussieht, wenn man gerade reinguckt und auch wirklich dann gerade hinguckt, als wenn es jetzt beispielsweise ohne dem Licht wäre. Ihr seht, es macht einen riesen Unterschied. Es macht wirklich einen riesen Unterschied, ob das Licht an ist oder aus ist. Punkt Nummer 3, der richtige Ton. Wir hier haben zum Beispiel für alle unsere Mitarbeiter Headsets von Jabra. Gibt eine sehr, sehr gute Tonqualität für das Gegenüber. Das heißt, dass der euch gut hört, dass der Ton klar und verständlich ist, nicht verrauscht, ist nicht zu sehr halt etc. Eine zweite Lösung, wenn man solche Headsets nicht hat, sind AirPods, die ich da empfehlen kann. Entweder die AirPods Pro, die haben auch noch dieses Noise Cancelling, oder die alten AirPods. Aber ganz wichtig, schaut, dass ihr, je nachdem, was ihr habt, was ihr verwenden könnt, auf jeden Fall immer ein Mikrofon hernehmen, weil das einfach für das Gegenüber viel, viel angenehmer ist, wenn der Ton vernünftig ist, wenn es nicht halt, nicht verzerrt ist etc. Und das ist schon der dritte Schritt, Punkt Nummer 3, der richtige Ton. Es gibt auch Leute, die haben extra so ein Mikrofon, so ein Streaming-Mikrofon etc. Kann man machen, ist jetzt aber nicht unbedingt nötig, wenn man einfach ein sauberes, cleanes Setup haben will. Fangen wir mit dem nächsten Punkt an, und zwar die richtige Perspektive, das heißt der richtige Winkel, wie man in die Kamera schaut. Wir haben es hier gelöst, dass wir einmal natürlich die Tischhöhe haben, die Sitzhöhe vom Stuhl und den Laptopwinkel und hier auch noch so eine Erhöhung für den Laptop, dass es ein sehr gerades Bild gibt. Wir können zum Beispiel auch mal schauen, wie das hier ausschaut, wenn wir im Zoom-Call sind. Und zwar so gehört es richtig, dass man das Licht von vorne hat. Sauber, klares Licht ist hier auch im Bild, man sieht es ganz deutlich und man gerade in die Kamera schauen kann und sondern eben mit dem Kunden kommunizieren kann, im Idealfall noch mit Kopfhörern, mit Headset, wenn es dann ins Setting geht. Was soll denn auf gar keinen Fall sein, was soll nicht sein? Es gibt viele Leute, die haben beispielsweise den Zoom-Call so von unten, am besten, viele haben dann noch so den Bildschirm gekippt und gucken dann so irgendwie rein. Oder was auch häufig gibt, wir filmen auch nochmal auf dem Bildschirm, dass Leute dann irgendwie so drin sitzen, asymmetrisch so ein bisschen reinschauen oder so, oder den Winkel so haben, oder wenn die, je nachdem, wo die Kamera positioniert ist, so reinschauen. Das kommt immer sehr, sehr komisch und sehr, sehr merkwürdig. Das heißt, wir wollen schauen, dass es gerade von der Höhe ist und gerade auch vom Winkel her, von der Kippung her. Da kann ich auch empfehlen, sich einfach so einen Ständer zu holen oder irgendein Setup, wo man das halt draufstellen kann, den Tisch richtig einzustellen, dass man bequem sitzen kann auf dem Stuhl und dann passt auch mit der Höhe, mit dem Winkel von der Perspektive für einen sauberen Zoom-Call. Und Punkt Nummer 5, das ist jetzt ganz wichtig für denjenigen, der den Zoom-Call führt, und zwar schaut, dass ihr auch das, was ihr seht neben dem Bildschirm,
clean und sauber haltet, dass ihr nicht abgelenkt seid, wenn zu viele Sachen rumstehen, ein komplettes Chaos im Hintergrund ist. Sieht zwar euer Gegenüber nicht unbedingt, ja, aber für eure Mitarbeiter, für euch selber im Zoom-Call kann das ablenkend sein. Und wir wollen wirklich, dass voller Fokus, volle Konzentration in dem Zoom-Call, in dem Beratungsgespräch, in dem Telefonat auf das Gegenüber ist. Ja, das heißt, wir sehen es hier beispielsweise im Büro, wie haben wir es hier gelöst, einen clean Desk, sauberen Desk, man hat seinen Laptop da, man hat, je nachdem, wer gerade dran ist, sein iPad da für seine Notizen, dass alles digital gelöst ist, man kann hier mitschreiben, man hat sein Headset und man kann vollen Fokus auf den Zoom-Kollegen und hat nicht x-tausend Sachen, die einen irgendwie ablenken von dem, was man eigentlich machen will. Und jetzt ganz wichtig, was haben wir festgestellt in mehreren Beratungen von mehreren Vertriebsteams? Im Vertrieb ist natürlich wichtig, dass man einmal einen Vertriebsprozess hat, wo man digital auch Kunden abschließen kann, digital Leute beraten kann und auch digital Meetings stattfinden können. Aber was ist jetzt noch viel wichtiger? Wir haben wirklich nachweislich festgestellt, dass wenn die Qualität vom Zoom-Call, vom Bild, vom optischen und vom Ton her besser ist, dass dann die Conversion Rate, das heißt die Abschlussrate, wie viele Kunden abgeschlossen werden in einem Verkaufstelefonat über Zoom, signifikant höher ist. Ja? Und für jeden, der mehr dazu erfahren will, was wir in der Unternehmensberatung machen, wie er sich selber selbstständig machen kann, wie er sein Vertriebsteam digitalisieren kann, wie er sich vielleicht eine Vertriebsmannschaft aufbauen kann, wie er einen eigenen digitalen Systemvertrieb bei sich im Unternehmen implementieren kann oder wie er seine eigene Digitalisierungs- und Skalierungsagentur aufbauen kann. Oder wenn er sagt, er ist noch gar nicht so weit, wie er im Verkauf stark werden kann, wie er im Online-Marketing stark werden kann, dann findet ihr unter dem Video einen Link, wo ihr alles weitere zu uns erfahrt, wo ihr euch eintragen könnt für eine Analyse, dann könnt ihr auch mit unserem Team sprechen und entsprechend herausfinden, wo steht ihr aktuell und welche Programme sind für euch geeignet, wie kann die Zusammenarbeit aussehen, was sind eure Ziele und wie kommen wir gemeinsam dahin. In dem Sinne, ich wünsche jetzt ganz viel Erfolg bei der Umsetzung. Ganz simple 5 Schritte für professionelle Zoom-Calls, steigert die Conversion Rate massiv, erhöht die Kompetenz, die Wirkung, das professionelle Auftreten von euch, von eurer Firma massiv. In dem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei der Umsetzung. Teilt das Video, schreibt mir gerne einen Kommentar, was ihr noch bei Zoom-Calls macht, was ihr direkt umsetzt. Und in dem Sinne freue ich mich auf euer Feedback und bis bald.